Und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Episode von Death Stranding. In der letzten Episode haben wir es ja bis zu diesem Außenposten hier geschafft, wo wir das Blut hingebracht haben. Und dann hat es geheißen, dass der nächste Abschnitt wohl der schwierigste wird. Mal schauen, was das genau heißen wird. Ich würde sagen, wir gehen mal raus. Und werden uns mal das Briefing anhören. Mich halt, ob wir mit ihm noch mal richtig reden können. Irgendwann mal. So, Fahrzeug wieder repariert. Okay. Hey Sam, ich habe wichtige neue Informationen. Vor kurzem dank deiner Bemühungen um das chirale Netzwerk geborgen. Es geht um BBs. Ich habe das selbst ausgegraben, nur damit das klar ist. Niemand hat es mir befohlen. Und wenn jemand fragt, schieb alles auf mich. Du sollst nicht darunter leiden müssen. Du hast dir einfach nur mein Gelaber angehört, okay? Jedenfalls hat Bridges wohl nicht als erster wieder BB-Technologie eingesetzt. Es war eine Separatistengruppe. Laut den Aufzeichnungen Terroristen, die gegen die Expansion der UCA waren, sie begannen vor etwa 3 Jahren, sie zu benutzen. Etwa zu der Zeit, als Bridges 1 anfing, sich nach Westen zu begeben. Anscheinend hatten diese Separatisten ebenfalls Probleme mit GDs und wollten sie aufspüren, um sie vielleicht auf uns hetzen zu können. Als Bridges das erfuhr, wurde entschieden, Feuer mit Feuer zu bekämpfen und als Abwehrmaßnahme fortan BBs zu benutzen. Vielleicht wurde deines zu genau diesem Zweck in Betrieb genommen, was jemand vielleicht verschleiern wollte, denn die Dienstakte von BB-28 fehlt. Ich fand es immer seltsam, dass wir so bereitwillig Technologie einsetzen, die wir kaum verstehen. Jetzt wissen wir warum. Wir ahmen schon von Anfang an die Methoden und Techniken anderer nach. Aber du solltest noch mehr wissen. Es geht um die ursprünglichen Bridge-Baby-Experimente. Das Wenige, das ich finden konnte, deutet darauf hin, dass sie etwa um die Zeit des gestrandeten Todes begannen. Sie wurden auf Manhattan Island an der Ostküste durchgeführt. Das vollständig ausgelöscht wurde. Und zwar fast sicher durch einen Leeresturz. Damals hatten diese Experimente die volle Unterstützung und Akzeptanz der amerikanischen Regierung. Es ist nur Spekulation, aber ich vermute, dass das BB-Programm ersonnen wurde, um ein besseres Verständnis vom gestrandeten Tod zu erlangen. Doch aufgrund von Bedenken rund um Ethik und Sicherheit war die Öffentlichkeit strikt gegen das Programm. Trotzdem machten sie weiter. Und ich glaube, als sie versuchten, die größte Katastrophe ihrer Zeit zu verstehen, verursachten sie eine weitere. Ich sollte auch erwähnen, dass der Präsident selbst bei der Explosion starb. Nach seinem Tod, als ihm die damalige Vizepräsidentin Strand nachfolgte, wurden die Experimente per Regierungserlass ausgesetzt. Dokumente wurden geschreddert, Anlagen stillgelegt und alles unternommen, um den Anschein zu erwecken, die BBs hätten nie existiert. Was die Frage aufwirft, wie es kam, dass irgendeine Separatistengruppe die Technologie Jahrzehnte später reaktivieren konnte. Ich sage dir Bescheid, wenn ich auf etwas stoße. Naja, ich vermute mal, da waren Leute dann in der Separatistengruppe mit dabei, die damals beim Programm halt mitgewirkt haben. Okay, was habt ihr denn Schönes? Die Einwohner von Mountain Lord City haben ein dringendes Problem, das gelöst werden muss. Aus dem Boden in der Nähe der Stadt steigt eine teerartige Substanz hoch. Die Menge nimmt stetig zu und es wird nicht lange dauern, bis sie sich in die Stadt ergießt. Auch innerhalb der Stadt wurde schon Auswurf gemeldet. Wenn wir nichts unternehmen, könnte die ganze Stadt in naher Zukunft vom Teer verschlungen werden. Haben einen Auftrag aus Mountain Lord City. Genaueres erfährst du am Lieferterminal. Ja, das klingt nach Bosskampf. Okay, im Bot? Nee, okay. Ja, gut. Vorsichtig behandeln, alles klar. Aufträge annehmen.
Waffe kann mit Blutkugeln geladen werden. Außerdem hat sie ein Leuchtpunktvisier. Erleichtert das Zielen. Okay. Sturmgewehr, nicht tödliches. Gummiblutkugeln, im Besitz habe ich keins. Masergewehr, Gewehr, das starke elektrische Ladung abfeuert. Bolagan habe ich, Anti-GD, Handfeuerwaffe. Munition 16, Hinweis dabei, dass ich immer spezielle Anti-GD-Munition, die gegen menschliche Ziele kaum wirken. Ich glaube, da mache ich mal ein bisschen mehr. Und hat mir mehr tödliche Kugeln. Davon habe ich zwei Blutgranaten. Auch Granate Schockmunition. Sechs. Okay, sonst noch irgendwas? Ja, okay, machen wir es mal so. Bestätigen. Haben wir ja. Antimateriebombe. Okay. Der Behälter für diese Antimateriebombe ist nicht auf lange Transporte ausgelegt. Die Antimaterie wird von empfindlichen magnetischen Fängen aufgeteilt. Ein schwerer Stoß, waghalsiges Fahren, ein unausgeglichener Schweber. Viele Dinge können die Fänge beschädigen. Werden im Behälter Anomalien registriert, sollte ein Alarm losgehen. Wenn er auslöst, machst du was falsch. Und wenn die Bombe explodiert, haben wir ein riesiges Problem. Ein katastrophal riesiges. Okay. Alles umladen. Ja, komm, alles umladen. Auch du. Shoot. Ich glaube, wir sind ein bisschen voll. Ex-Granate. Warte mal, ist das auf dem Rücken? Schwack. Blutgranate. Vorratstasche. Okay. Wir sind ziemlich gut beladen. Aufbrechen. 120 Kilo. Geil. Aber dafür schwer bewaffnet. Ja dann. Und diesmal mal. Akku sind wir fast voll. Springen sollte ich jetzt vielleicht nicht. Schauen wir mal. Das Gelände sieht eigentlich relativ flach aus. Keine größeren Warnungen. Wir haben da eine Brücke. Und eine Sprungrampe. Jetzt muss ich gerade mal schauen. Also wir sind jetzt hier. Es macht vielleicht Sinn, dass wir dort zu der Brücke da irgendwie hinkommen. Wenn wir da rüberfahren können, irgendwie darüber. Da so. Auch so. Da vielleicht mal eine kurze Pause machen. Und wie genau kommen wir dann? Ach du Scheiße. Ich glaube, wir gehen da eher dem Fluss entlang. Markierung entfernen. Dass wir irgendwie da so. Hallo? Irgendwie hier so entlang düsen. Hallo? Warum? Okay, mehr geht nicht. Dann einfach irgendwie da so lang. Mal gucken. Wo ist die Markierung? Da hinten. Das sind Unterstände. Das heißt, hier kann es auch noch regnen. Geil. Gut, das kann es aber eigentlich überall. Aber die Gegend sieht ziemlich nett aus. Oh, genieß die Fahrt. Oh fuck, das da hinten ist ein Lager. Kann ich da durch? Sagt's mir nicht an. Okay, dann müssen wir lieber umfahren.
Wieso muss da hinten ein Lager sein? Ich werde ein bisschen im Berg näher fahren. Oh, liebe Leute, bitte lasst mich in Ruhe. Ich habe eine Bombe mit. Ich will nicht, dass die abgeht. Ja, wir sind im Gebiet. Sam, anscheinend hast du einen Einbruchsensor ausgelöst. Diese Sensoren reagieren auf dich, nicht auf deine Fracht. Pass auf, das könnte Ärger geben. Ja, ich bin eh schon auf dem Weg, dass ich da hier wegfahre. Oh, fuck. Komm, fahr da durch. Ich will doch keine Scheiße, die kommen. Nein, wie komme ich denn hier runter? Gott, dann ist der andere Weg hier nach oben. Doch Vibration. Alter. Irgendwas sagt mir, dass ich das vielleicht nicht schaffe. Ja. Komm, ich muss hier weg. Ja, spiel hier auf mit dem Hinweis. Ich hab's kapiert. Okay. Ja, das war wohl nix. Dann werde ich halt durch das Lager wohl durchfahren müssen. Irgendwie. Na gut, dann wissen wir ja, was auf uns zukommt. Wohl, wir sind mal gestorben. Also nochmal. Ansonsten, es hat keine andere Brücke, ne? Es hat hier die. Ja, direkt vor mir hat es. Naja, da bin ich drüber. Da hinten hat es keine Brücke. Wir könnten auch da hinten so rumfahren. Aber irgendwie wäre das jetzt schon ein geiler Weg, wenn wir da so lang fahren könnten. Ach, wir probieren es nochmal. So eine Weile gegen Chinesen oder Japaner unterwegs. Ah, lieber nicht schnell fahren. Und weil ich sonst eh nicht weiß, werden wir ziemlich mal geradeaus fahren. Mal schauen, was passiert. Okay, das geht. Okay, dann fahren wir mal ein bisschen schneller. Ihr Vollidioten, dass ihr mit echter Waffe da rumsch... Alter. Schnell, weiter. Ich hoffe, wir sind sie los.
Okay, wir sind hier. Wollen wir mal kurz gucken. Auf der Seite jetzt runterfahren. Ja, wir probieren es. Mehr eh keine andere Option. Aber da ist auch irgendwas. Ja, komm, mach dein Ding. Ja, jetzt kommt auch das. Diese Animation. Vor uns. Wir vielleicht doch links fahren. Oder... Das sieht nicht so aus, als wenn ich da dann irgendwie wieder rüberkommen würde. Ich glaube, wir müssen da so lang fahren. Ja, wir müssen weg. So eine Scheiße. Ich darf nur den Behälter nicht kaputt machen. Okay, schön Piano. Wir schaffen das. Nirgendwo dagegen kraften. Also, ja, ich glaube, wir kriegen hier dann die Straße. Akku vom Truck nicht mehr besonders voll. Oder sie sind halt einfach mitten dabei, eine Straße hier zu bauen. Shit, wie geht's denn jetzt hier weiter? So ein Bauset haben wir ja, glaube ich, auch nicht mit. Oder haben wir? Mal kurz gucken. Bei der Fracht. Weil ich glaube, ich habe dann nichts. Nee. Sollen wir zu Fuß gehen? Sollen wir zu Fuß gehen? Ich möchte überhaupt nicht rüber. Oh scheiße, da komme ich gar nicht rüber. Shit. Hier geht's auch nicht weiter. Ich hätte auf der anderen Seite bleiben sollen. Wo ist der nächste Generator? Briefkasten. Generate. Okay, wir müssen wieder zurück zur Brücke. Angenommen, ich bin jetzt da auf der Seite weiter. Also ich wäre jetzt auf der Seite. Ich möchte aber anständig weiter. Ja, ich bin ein Auto. Okay, wir müssen umdrehen. Wow! Bitte nicht kaputt gehen. Da hat mich gerade jemand zu. Ja, da sieht jemand zu. Ach komm, willst du den Truck? Du schaffst es. Komm, bitte fahr einfach. Fahr einfach. Fahr. Komm. Schneller. Komm schon. Nein.
Okay, nein. Nö. Nö, 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 nö. Bestimmt nicht. Ja. Das ganze Auto verlieren. Und dann wieder dahin gehen. Das ist furchtbar. Wenn ich jetzt wieder ganz am Anfang bin, würde ich sagen, mache einen kleinen Cut. Ich fahre wieder zu dieser einen Brücke dahin. Ja, wir sind genau wieder da. Okay, ich fahre jetzt mal schnell zu dieser einen Brücke dahin und dann schauen wir mal, wie wir weiterfahren. Also, bis gleich, liebe Leute. Willkommen, Sam Porter Bridges. Okay, Zeit zu gehen. So, und da sind wir jetzt hier bei der Brücke da hinten und ich habe mein LKW hier mal aufladen lassen und ich würde sagen, wir fahren jetzt mal hier weiter, einfach nur mal zu schauen, ob uns das irgendwie weiterbringt. Und ich habe herausgefunden, wir können durch rotes Wasser mit dem fahren. Verbraucht halt unglaublich viel Energie. Aber es funktioniert. Schön vorsichtig. Oh, du schaffst es. Keine großen Stöße verursachen. Okay, da hat man schon mal eine Leiter. Langsam weiter. Oh, was sind das für Strukturen da vorne? Das sieht sehr interessant aus. Ja, wenn die Fracht nicht so speziell wäre, werde ich da so am Durchheizen. Okay, keine Verbindung mehr. Okay, wir kommen gut voran. Kann man nur eine Stadt so weit abseits bauen? Soll es Ruinen sein? Ah! Wird einfach keine Folge, glaube ich, monetarisiert. Das war jetzt richtig, dass ich genau hier hochfahre. Hindernisparcours. So, komm, du schaffst es. Okay, wir haben Schnee. Wo sind wir? Okay, wir müssen jetzt da irgendwie so rechts rüber. Mal alle Markierungen entfernen. Irgendwie so halt. Ob es ein Kälte-Debuff oder sowas gibt? Da hinten sehe ich Struktur. Geil, wir machen sogar Spuren im Schnee. Ja, wie geil. Mach keinen Blödsinn. Bremsen, bremsen, bremsen. Was ist das da oben? Ah, das ist, glaube ich, wieder so ein Straßending, oder? Da unten sehe ich schon, aber... Oh, scheiße, so viele Steine. Eigentlich erinnert mich das jetzt ein bisschen an Mud Runner. Das war eigentlich auch mal ein Spiel, für das man Bock hätte. Yes, da unten ist es. Was denn? Das war jetzt doch... Hey, das war jetzt total sanft. Ich habe so das Gefühl... Ja,
Das ist wirklich nicht der idealste Weg, den ich hier gefahren bin. Bitte jetzt nicht gegen die größten Steine hier fahren. Komm. Nein. Nein. Oh. Wir haben es geschafft. Oh mein Gott, Gott sei Dank. Schnell hier rein. Okay, in der Garage parken. Komm. So. Jetzt bloß nicht hinfallen. Okay, Leute, ich hätte da eine Bombe für euch. Achtung, zerbrechlich. Lieferung abgeschlossen. Zeige Leistungsbeurteilung. Schön hoch. Because we have to. 442 Likes. Ah, und Bot ist auch wieder da. Sidere, weiter. Bridges, was glaubst du, was du da machst? Das Netz, das du da aufbaust, transportiert viele schlimme Sachen. Sachen, die keiner in seiner Nähe haben will. Ich dachte, das hättet ihr mittlerweile begriffen. Euer chirales Netzwerk oder die UCA interessieren uns nicht. Diese Stimme. Hörst du das, Mama? Nein, hast du dir den Kopf angehauen, Mama? Deine bin ich ganz bestimmt nicht. Ist das klar? Na schön, genug der Spielchen, Mama. Der Herr hat mich wohl nicht verstanden. Mountain Not City sagt dir und den UCA, dass ihr abhauen sollt. Wenn ihr weitermacht mit dem, was ihr tut, steuert ihr direkt auf den nächsten gestrandeten Tod zu. Wir haben euch nicht hergebeten, um unser Leben zu diktieren. Darüber entscheiden wir selbst. Danke. Du sollst uns nur ab und an was liefern. Mehr nicht. Also sprichst du für die Stadt? Genau. Ich hab hier das Sagen. Mein Name ist Lockner. Warte, ich muss mit dir reden. Du bist eine Technikerin, oder? Hey, geh nach Hause und komm nicht wieder. Hör mir zu, verdammt. Ich brauche deine Hilfe. Aber wir wollen deine nicht, Bridges. Ihr macht alles bloß noch schlimmer. Das lief hier sehr gut. Tut mir leid, dass du dir das antun musstest, Sam. Sie hat dort das Sagen und scheut sich nicht, ein Machtwort zu sprechen. Wir brauchen sie und ihre Leute. Wir haben schon zu viele andere verloren. Ohne Mountain Not City bleiben das chirale Netzwerk und die UCA für immer unvollständig. Und jetzt? Also, die Sache ist die. Sam. Lockner ist Mamas Zwillingsschwester. Ehemals Bridges 1 ist mit den anderen nach Westen gegangen. Zweite Gruppe, genau wie Mama. Natürlich heißt sie nicht wirklich so, sondern Morlingham. Beide haben Dooms und sind wissenschaftliche Genies. Mamas Fachgebiet ist vor allem die angewandte Physik, Lockners die theoretische. Mama hat die Cupid Hardware entworfen, Lockner die Software. Sie sagten, sie könnten über jede Entfernung kommunizieren. Angeblich aufgrund einer besonderen Verbindung. Keine Ahnung, wie das gehen soll, aber ich sage dir eins. Ohne sie gäbe es heute kein chirales Netzwerk. Sie waren sich so nah, dass manche sagten, sie seien wie eine Person in zwei Körpern. Vielleicht konnten sie den Cupid deshalb entwickeln. Aber nach Morlingens Unfall haben sie sich überworfen. Lockner hat Bridges verlassen und den Kontakt zu uns abgebrochen. Keine Ahnung, was zwischen ihnen war. Aber wenn wir Lockner nicht umstimmen, können wir unsere Rettungspläne für Amerika begraben. Nicht, dass ich wollte, dass du in ihrem Privatleben herumschnüffelst. Andererseits finden wir so vielleicht heraus, wie wir Lockner umstimmen. Was super wäre, denn ohne sie können wir unsere Rettungspläne für Amerika begraben. Falls dir in der Zwischenzeit irgendetwas einfällt, kannst du es gerne probieren. Ich wüsste jetzt nicht direkt, was ich machen soll, außer würdest du für mich mit Mama sprechen. Okay. Kann man doch mit den Aufträgen. Oh, es gibt keine Aufträge.
Okay. Muss ich vielleicht doch jetzt endlich mal E-Mails lesen. Da war das nämlich irgendwas mit Mama. E-Mails. Schauen wir mal. Gute Nacht, Sam. Die Antimaterie-Wurm sollte das Ausbreiten des Tears stoppen. Danke dafür. Das ist uns echt alle beides nicht, doch ich konnte keine Verbindung mit dem Qubit herstellen. Lockne schaltete sich ein, um mich aufzuhalten. Sie arbeitet zwar nicht mehr bei Bridges, bla 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 bla. Und auch wenn es für mich eigentlich nichts angeht, muss ich dich fragen, würdest du wohl Mama besuchen und mit ihr darüber sprechen? Ich glaube, sie könnten sich wieder zusammenraufen, wenn sie bloß wieder miteinander sprechen würden. Sollte sich aufsuchen, wir vorher einen Blick in deinen privaten Spind. Ich habe dir ein paar Folien reingelegt. Okay. Da schaut's mal, die ganzen E-Mails. Im privaten Spind, also hier. Schauen wir mal. Aha, Rollergarten, Kletterverankerung, Kletterverankerung. Nee. Okay, warte mal. Mama war ja. Die war, ja, genau, Mamas Labor. Das heißt, wir müssen hier wieder hinkommen. Dann kann man eine Schnellreise machen. Nach da unten. Und dann wieder hier rauf. Das heißt, wir müssen dann den beschissenen Weg nochmal hier gehen. Ja, es. Das ist ziemlich geil. Okay, fahren wir wieder retour. Nein, ist ja überhaupt keine Distanz, ne? Ja, danke. Beziehungsweise eine Sache will ich mir jetzt mal kurz anschauen. Du bist doch eine Straße hier. Automatisches Straßenbaugerät. Konstruktionsmenü öffnen. Früher zog sich dort ein Highway durch die Landschaft. Ach, das ist vorgegeben. Ja, ja, okay. 600 Kristalle, 3200 Metalle und Keramik. Oh. Ich habe tatsächlich ein bisschen was dabei, was wir da dazugeben könnten. Fehlen noch 5. Geil. Okay. In den meisten Einrichtungen kannst du Material für Konstruktionen und Ausrüstung anfordern. Aber kann ich jetzt hier nicht, ne? Weil ich meinte, ich habe jetzt nur den privaten Spind hier gehabt. Was ist da oben? Ach so, okay. So, da. Ich probiere das jetzt nochmal schauen. Was habe ich da als das Menü gehabt? Nimm mir sie. Nee. Da habe ich nichts Spannendes drin. Okay, ja, dann müssen wir wieder retour. Oh, komm. Hallo, steigen. Komm, fahr. Verlegen. Na, egal. Ich würde sagen, wir düsen mal da runter. Mal schauen, ob ich das bereuen werde. Ich glaube, ich fange es gerade schon ein bisschen an zu bereuen. Jo, das ist der beste Weg.
ist immer noch drauf. Also, lag mal jetzt unseren LKW dann nicht verschrecken, da. Nein. Oh. Nicht ins Wasser, nicht ins Wasser. Komm, fahr drüber. Ja, also mit der Bombe wäre das hier bestimmt spaßig gewesen. Aber ich finde es spannend, wenn ich da so langsam über die Sachen drüber oder hinfahre, dann geht er selber ein bisschen nach oben. Ob da der Highway durchgehen würde? Oder ist das nur eine Höhle? Das ist einfach nur eine Höhle. Okay, wir fahren wieder rückwärts. Das heißt, ich muss leider durchs Wasser durch. Komm. Okay, dann wird der Highway also da so irgendwie rüber. Alter, das sind ja richtig teure Baukosten. Fängt der Regen gleich wieder an. Oder diesmal nicht. Okay, das Wetter zieht wirklich weiter. Oder auch nicht. Eigentlich könnte man sich ja da wie so ein Konstruktions-LKW basteln, die richtig vollladen mit Metallen und Co. Damit man dann hier die Straßen bauen kann. Okay, wir düsen mal. Ciao! Ich hab keinen Bock auf euch. Nein! Okay, komm. Nein! Komm. Lauf! Nein, scheiße. Ach, Mann. Weißt du was? Das Vieh. Bist du jetzt endlich tot? Geil, hab ich es geschafft? Ist jetzt vorbei hier? Oh yes. Okay, thank you. Aber mein Auto habe ich jetzt verloren, oder? Ja, voll geil. Oh nee, mein Auto ist wieder da. Sehr geil. Nein.
Okay, schnell weg hier. Ja, so eine Scheiße. Wie komme ich denn jetzt wieder zu meinem Fahrzeug? Es hört doch nicht auf zum Regnen, oder? Ja, oder ich spreng mich frei. Gut, Granate. Ich kann das nicht alles da hinten liegen lassen. Ich bin da halt voll reingefahren in die Dinger. Sind sie? Ja, hat mich getroffen. Jetzt? Ich bin nicht angespannt. Überhaupt nicht. Okay, da hinten noch was. Gut. Weg hier. Und so weiter, Ali. Okay, das war jetzt Aufregung, die ich nicht gebraucht habe. Und das erste, was wir hier tun, ist unser Fahrzeug wieder aufladen. Ja, ich weiß. Fuck. Hier. Das ist für dich. Das ist ein guter Tag. Gut, können wir da zurückfahren. Und dann Schnellreise. Warte mal, was haben wir da? Verteilerzentrum, verlorene Fracht. Ist was, nehmen wir da vielleicht gerade mal mit. Wir müssen da eh hin. Und, ah, halt. Ich drücke mal das Falsche. Perfekt. Ich tippe Sturmgewehr. Nö, danke. Ich bin eigentlich schon ganz gut bedient. Da fehlt nicht mehr viel. Naja, doch. Doch, da fehlt noch einiges. Naja, ihr mich auch. Sam, anscheinend hast du einen Einbruchsensor ausgelöst. Diese Sensoren reagieren auf dich, nicht auf deine Macht. Pass auf, das könnte Ärger geben. Naja, tut schon. Ja, auf der Seite sind sie auch. Ja, wunderbar. Ja, der nächste Straßenposten da hinten. Komm, gib mal ein bisschen Gas hier. Haben sie da auch schon Sachen hinterlegt? Nee, da noch nicht.
dann ist es doch nicht fertig hier. Ja, geil, schon wieder Regen. Ja, jetzt war's. Jetzt machen wir mal auf Turbo-Modus. Irgendwann will ich da auch mal ankommen. Yes. Wir haben es geschafft. So, runter mit dem. Ja, sauber geparkt. Ja, ich muss jetzt nicht finden, ich mal ein bisschen umladen. So, ich habe da was zum Abliefern für euch. Liefern. Verlorene Fracht. Das da. Ah, da bist du ja. Alles in Ordnung? Du bist ein verdammter Held. Sehr gut. Gute Arbeit. Neuer okay. Auftrag verfügbar. Weitere Informationen erhältst du an einem Lieferterminal. Ja, ich kann jetzt gerade nichts annehmen, weil wir machen Schnellreise und dann bleibt eh wieder alles da. Also gehen wir erst in unseren privaten Raum und ich würde sagen, das ist dann auch das Ende der Episode. Und dann schauen wir mal zum Mutti und mal schauen, was die dann sagen wird. Ja, anstrengend, ne? Aber der Bosskampf ging jetzt wirklich gut. Müssen wir schauen, dass ich da vielleicht noch einen Blutbeutel mitnehme. Dabei sind wir jetzt nur bei 87. Mal gucken. Also, wenn es euch gefallen hat, lasst vielleicht einen Daumen nach oben da oder sogar ein Abo. Und dann sehen wir uns bei der nächsten Reise. Ciao, macht's gut. Ja, liebe Leute, das ist leider das Ende von dem Video. Wie immer würde ich mich freuen, wenn ihr natürlich hier unten Kommentare reinschreibt, wie ihr es gefunden habt. Aktuelles zum Spiel findet ihr hier in dieser Playlist. Ansonsten der neueste Upload hier oben. Und wer möchte, kommt auch auf unseren Discord-Server. Link ist da rechts oben. Gibt auch immer wieder gratis Spiele und da könnt ihr auch mit mir quatschen und natürlich der Community. Ansonsten lasst ein Abo da und dann verpasst ihr keinen Upload mehr. Bis denn dann, euer Braubucher. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.